Willkommen zum Vortrag. MFA, OTP, SMS, U2F, WTF. Multifaktor-Authentifizierung ist sehr gut. Von COI. Willkommen, habt Spaß. Ja, cool, dass so viele da sind und auch irgendwie sicherer durchs Internet gehen wollen, hoffe ich. Vielleicht so eine kleine Frage vorneweg. Wer von euch bietet denn so internetbasierte Services an? Bei der Arbeit, hier im Chaos, sonst wie? So Webserver, sonst wie was? Wer von davon bietet da Multifaktor-Out an? Okay, das sind ungefähr die gleichen, das finde ich ganz cool. Ich drehe jetzt nicht die Frage um da irgendjemand bloßzustellen oder so. Ich heiße Christian, ich bin Softwareentwickler, ich war auch schon mal Sysadmin. Ich mache das Ganze auch schon ziemlich lange. Ich interessiere mich für Security und alles, was man so mittlerweile mit diesen DevOps-Gedanken erschlägt. So, ich finde da den kulturellen Anteil, warum man das Ganze macht, cooler, als zu sagen, hier ist ein Tool, da steht DevOps dran, das müsst ihr machen. Ich organisiere auch das DevOps-Meetup in Karlsruhe, wenn ihr da Interesse habt. Und man sieht so ganz leicht ausgegraut, ich verkaufe Shampoo online in meinem Dayjob. Will aber dafür jetzt eine Großwerbung machen. Ja, warum wollen denn alle Leute MFA machen? Ja, zumindest alle, die es hier anbieten, haben zum offensichtlichen Nutzer, die das gerne wollen oder denen man es aufdrückt, je nachdem, wie ihr das irgendwie jeweils machen wollt. Ja, ich würde so ein bisschen über die Motivation dazu reden, bisschen zeigen, was so die bekanntesten Faktoren zusätzlich zum Passwort, was halt die meisten Leute schon kennen, was es da so gibt, wie die Technologie dahinter aussieht. Und am Schluss würde ich so ein bisschen auf passwortlose Anmeldung bzw. auf Passkey eingehen. Das ist halt so ein Mode-Verkaufswort gerade, was Apple und Microsoft und so irgendwie durchs Dorf treiben. Wenn ihr irgendwo der Meinung seid, ich rede Mist, schreit gerne rein. Wenn ihr Fragen habt, ruft gerne rein oder hebt die Hand. Anspruch, dass das alles hier richtig ist oder sowas. Ich versuch's aber. Am 1. Februar gab es einen Change Your Password Day. Und habt ihr alle euer Passwort geändert? Manche müssen es regelmäßig machen. Ja, das ist so ein Relikt. Ich glaube, das BSI hat das jetzt auch abgeschafft in dem Grundschutz-Hint, dass man das bitte regelmäßig machen muss. Warum, können wir auch noch gleich dazukommen. Passwörter sind irgendwie nicht so richtig sicher. Ja, für so ein paar Sachen mal mitgebracht, wo man vielleicht dran sehen kann, warum und was so die Angriffe auf Passwörter sein könnten. Typischerweise ist natürlich das Hauptproblem, wenn jemand schwache Passwörter verwendet. Ja, wenn das Passwort Gott oder Geheim oder Sex oder sonst was ist, was so Standards früher mal waren, wenn man so den Hackers-Movie oder sowas anguckt, ich weiß nicht, ob er heute noch gezeigt wird irgendwo. Wenn Leute einfach einen Buchstaben durch eine Zahl ersetzen oder sowas, ja, da gibt's Tools, die berechnen genau sowas, ja, und die brute-forcen das, also die probieren Logins mit diesen Standardpasswörtern aus, ja, und ob da halt geheim steht oder G3 heim oder Passwort oder Passwort oder so, ist den meisten relativ egal. Und was es auch gibt, und das merkt ihr, sobald ihr eine VM irgendwo bei Hetzner oder sonst wo mietet, ja, und irgendwie die mit SSH oder mit WordPress oder mit irgendwelchen anderen Zugangs- oder mit irgendwelchen Services, die vielleicht interessant sind für Angreifer, wenn ihr die ins Internet hängt, dann dauert es keine 3 Minuten und dann wird die irgendwo diese IP gescannt und dann geht es los und Leute versuchen sich, ich meine, ja, vielleicht hat man schon gesehen, ja, es ist eine lokale IP, natürlich, Entschuldigung, aber sowas seht ihr halt auch. Ja, wenn ihr im Internet irgendwo eine VM mietet, dann geht das ruckzuck los, dass Leute versuchen sich mit Root, also Leute, Skripte, Bots versuchen sich mit Root und Passwort Root oder mit WP-Admin und Passwort WP-Admin und sowas an eurem System anzumelden. Und da dann vielleicht auch irgendwelchen Mist auszuführen. Ja? Und das wollen wir natürlich nicht haben. Das ist jetzt mehr so ein Brute-Force-Ding vielleicht. Was es dann noch gibt, ist Passwort-Spraying. Man liest es ja ständig, dass irgendwelche Firmen gehackt werden, die ihre Passwörter schlecht gehasht haben, ja, oder vielleicht verschlüsselt haben und den Key wurde der auch gleich mitgeleakt. Und dann gibt es im Internet Datenbanken von Passwörtern mit Usernamen. Ja, und dann Passwort-Spraying ist quasi die Idee zu sagen, ich nehme einfach diese Datenbank aus dem Mapping, Username, bekanntes Passwort, was der User bei einem Service hat und schicke das halt irgendwo im Internet zu Gmail, zu
Twitter zu sonst wo und findet vielleicht eine Kombination, die jemand auch woanders schon benutzt hatte. Ja? Dazu muss man eigentlich gar nichts können. Da gibt es Skripte, das kann man in 5 Minuten bei YouTube lernen, wie man sowas macht. Und ja, das ist eigentlich alles so ein bisschen zu einfach. Viele Firmen gehen dann hin und sagen, hey, wir forcieren jetzt starke, komplexe Passwörter. Habt ihr bestimmt schon gesehen und euch darüber aufgeregt. Du musst, und dann geht es nämlich los mit den Kriterien, einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben, eine Zahl, ein Sonderzeichen, aber die Art des Sonderzeichens, das darf nicht der Forward Slash sein und auch kein Backtick, ja, vielleicht auch kein Dollar, ja, und dann hört man immer schon so ein bisschen raus, die Leute haben ihre Validierung nicht so gut im Griff. Du sollst möglichst mindestens 6 Zeichen benutzen, ja, aber dann möglichst an der 3. Stelle muss ein Komma sein und so weiter. Das ist, man kann das natürlich auch sicherlich ziehen, aber selbst wenn ihr starke und komplexe Passwörter nehmt, ja, und einen Passwortmanager macht oder sowas, ja, dann ist leider, wenn ihr das forciert, ja, mit Passwortmanager seid ihr da relativ gut dabei. Das Problem ist, was dann viele Leute machen, ist, die merken sich halt ein Passwort. Ja, und die können, viele Leute können sich so 12, 15 Stellen merken, ja, und das kann auch ganz gut und ganz sicher sein. Ich habe mal eins hingeschrieben, was ein bisschen länger ist. Und was die Leute dann eben machen, ist, dieses Passwort überall zu verwenden. Ja, und ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel hier reingeknallt mit PWGen. Das Ding kann ich mir nicht merken. Ja, das habe ich mir zu Hause auf einen Zettel geklebt. Ja, also bitte benutzt es nicht, das ist meins, das ist sehr sicher. Das ist ein sehr gutes Passwort tatsächlich. Ja. Genau. Wenn ich das jetzt im Tante-Emma-Shop bei T-Online benutze, ja, wo halt irgendjemand so einen Webshop aufgebaut hat vor 10 Jahren, ja, dann könnte die Chance da sein, dass irgendein böser Hacker oder ein netter Hacker, vielleicht gibt es hier auch welche, die sowas können, diesen Shop quasi ausraubt und dort meinen Account, meine E-Mail-Adresse zusammen mit diesem Passwort abziehen kann. Und wenn ich jetzt dummerweise dieses Passwort, diese Kombination auch bei Twitter benutzt habe oder bei meiner Bank oder irgendwie bei, ja, was weiß ich, irgendeiner Bund-ID oder irgend sowas, ja, dann ist das gar nicht mal so gut, wenn ich das gleiche Passwort, egal wie stark das ist, wenn es irgendwo geleakt wird bei irgendeiner Kackfirma und danach habt ihr das aber auch überall sonst benutzt, dann ist die Chance, dass eben Leute genau diese Kombination überall ausprobieren, relativ hoch. Und das gibt es eben genau dann automatisiert. So, was könnte noch passieren? Ja, ich könnte mir natürlich einen Keylogger einfangen und mein Passwort verlieren. Ja, egal wie komplex mein Passwort ist, das kann 84 Zeichen lang sein, ja, und einmal die komplette Produktpalette aus Unicode runternudeln und Emojis drin haben, wenn jemand das mitlesen kann, habe ich halt nichts davon. Ja. Und es gibt schon immer diesen Angriff, dass man einen USB-Stick mit Malware präpariert oder mit einem Trojaner präpariert, mit einem Keylogger präpariert und den irgendwo in den Hof von irgendeiner Firma legt. Ja. Und dann gibt es Leute, die denken, oh, da steht, man kann es halt so gut lesen, irgendwas drauf, könnte jemand gehören, ich guck mal rein. Ja, oder vielleicht sind es sehr nette Leute, die denken, naja, vielleicht kann ich an dem USB-Stick, an dem Inhalt erkennen, wem der gehört, ich will den ja wieder zurückgeben, ich bin ein hilfsbereiter Mensch. So, und dann rein in den Rechner und zack, habt ihr den Dreck irgendwie auf dem Rechner drauf und irgendjemand kann möglicherweise dann euer Passwort auslesen oder dieses Gerät nimmt euer Passwort und natürlich alle eure Eingaben, ja, Username, Passwort kommen natürlich immer hintereinander, ja, vielleicht mit einem Tab dazwischen und schicken das dann halt irgendwo hin. Ja. Was ein bisschen fieser ist, aber absolut denkbar und gibt es leider in der Realität auch ständig, sind E-Mails mit irgendwelchen Anhängen. Ja, und es wird niemals die perfekte Word-Datei geben oder sowas oder die perfekte Word-Einstellung, die unhackbar ist. Ja, und das Problem mit Anhängen ist, dass die leider oft von Leuten, also gerade so Word und sowas, wird halt oft von Leuten geöffnet, die leider technisch wenig Plan haben. Ja. HR zum Beispiel ist so ein guter Einfallsvektor. Ja, die sehen, die haben eine unheimliche Bandbreite an Informationen, die sie sehen, ja, so CVs und sowas. Ja, und gleichzeitig öffnen die aber typischerweise alles, was ihnen geschickt wird. Ja, weil ihr wollt ja möglichst viele Leute bei euch anstellen, also öffnet ihr alle Anhänge, wo draufsteht Resume oder Bewerbung oder sonst wie. So, das gibt es alles schon lang. Ja, was jetzt immer mehr kommt, sind Browser-Extensions mit Malware. Es gibt im Chrome Web Store oder für beliebigen Browser eurer Wahl tausende von Extensions. Ja, die gehen hin von abgefahrenen Sachen, die euch das Leben erleichtern, wie JSON-Parser oder sowas, ja, bis zu Sachen wie, diese Extension blendet alle Tweets von Elon Musk aus. Die ist sinnvoll, okay. So, und habe ich gehört, hier im Raum herrscht die Meinung vor. Und jetzt ist es so, es gibt sicher diese Dinger, die sind interessant und so. Ihr übergebt dieser Browser-Extension und ihr klickt das an. Ja?
In dem Moment, wo ihr so eine Extension installiert, hat diese Extension typischerweise Schreib- und Lesezugriff auf alles, was ihr auf der Website, auf alles, was ihr tut, in eurem Browser. Ja? Das heißt, jede Extension kann zum Beispiel eure Login-Daten auslesen. Ja, und man muss sich das so ein bisschen, ja, bei manchen rattert es vielleicht schon so ein bisschen, ja, was habe ich da so alles, ja, muss ich denn Elon Musk ausblenden, okay, wer hat denn diese Extension in den Store gepusht? Kann jeder. Ja, und es ist auch cool, solange die Extension einfach so funktioniert, ja, nur dann kann jemand anders eine neue Version vielleicht pushen, der vielleicht das Passwort von denjenigen, der die erste Version hatte, irgendwie abgezogen hat oder so, ja, und dann habt ihr sowas halt in eurem Browser drin und das ist halt so die maximale Angriffsfläche. Außer Leute kommen mit, Links oder sowas, Links 2, Links, keine Ahnung. So, und dann gibt es JavaScript-Malware und das ist in den letzten 2 Jahren ziemlicher Hype gewesen, in dem zum Beispiel verbreitete NPM-Pakete, das, prinzipiell könnte man das mit allen möglichen Paketmanagern machen, bei NPM ist es halt am einfachsten. Es gibt Leute, die schreiben, die haben zum Beispiel beim Beispiel von UA Parser 2021 aufgetreten, da hat jemand einen Zugang bekommen zu einem NPM-Repo. Ja, von diesem UA Parser, das ist ein Stück Code, JavaScript, könnt ihr in eure Webseite implementieren oder einbinden und dann könnt ihr mit diesem Ding auslesen, mit was für einem User-Agent der Client ankommt. Das heißt, ist es ein Firefox, ist es ein Chrome oder sonst wie. Ja, das kann man mit ein paar Zeilen Code auch selber rausfinden, aber mit so einer JavaScript-Bibliothek, die ich einfach importiere, ist das natürlich viel angenehmer. Ja? Und die hier, die hat natürlich auch noch so ein paar Extras und so hin oder her. Jetzt ist es so, wenn ihr das Ding nachher auf eure Webseite packt und da hat halt jemand irgendwie einen Keylogger oder sowas implementiert, ja, oder ein Kryptominer war es in dem Fall, Leute, die eure Webseite besuchen, schürfen dann Kryptowährung in ihrem Rechner für denjenigen und schicken diese Codes oder irgendwelche Wallet oder sonst wie IDs irgendwo hin an den Angreifer. So müsst ihr euch das vorstellen. Und das Perfide hier dran ist, dieses Ding hatte dann auch noch einen Keylogger, ja, der aber nur bei lokaler Ausführung funktioniert. Ja, weil der Browser gibt das halt nicht her. Das heißt, du greifst nicht nur die User an von der Webseite, wo das Ding, das JavaScript läuft, sondern natürlich alle Entwickler, die dieses Ding lokal auf ihrem Rechner bauen. Ja, das heißt, es gibt ein Update, vielleicht habt ihr automatisiert die neue Version bekommen, ja, weil NPM hat gesagt, oh hier, UA Parser, es gibt seit gestern eine neue Version und eure Automatisierung, die hat schon die neue Version in euer Repo gepusht und da kommt ihr morgens zur Arbeit und checkt den Code aus und macht einen Yarn Install oder sowas, was auch immer man da tut und zack, habt ihr das Zeug auf eurem Rechner laufen. Ja, und GitHub kann diese, also GitHub als Betreiber von NPM, kann das revoken, zurückziehen, aber dann habt ihr es halt schon. Ja, das Paket ist dann halt schon auf eurem Rechner drauf. Ja, da kann man jetzt lange drum diskutieren, wie schnell man solche Updates machen kann und so weiter. Ja. Aus diese Lib, also speziell dieser Vorfall, ist mit ein Grund, warum ihr, wenn ihr einen GitHub oder NPM-Account habt, in letzter Zeit E-Mails bekommen habt mit, hallo, wir sind GitHub, wir schalten euch 2-Faktor-Autorisierung an, mandatory, ihr müsst es tun. Ja, damit das nicht passieren kann, damit nicht jemand, der auf irgendeine Phishing-Seite reinfällt, sein Passwort da verliert und jemand anders damit neue Malware pushen kann, um das quasi, das ist dann wie so eine, wie die Pest, ja, die sich dann so verteilt. Ja, Phishing ist so eine Sache. Es gibt ständig neue Techniken, wie man eine URL so verhunzen kann, dass sie aussieht, als wäre es eine echte URL oder man nichts Schlimmes dran erkennt. Ja, gerade vor seit zwei, drei Wochen gibt es diese ZIP, Top-Level-Domain, ja, und bestimmt habt ihr das alle schon mal gesehen jetzt. Man kann als Internetadresse, also als URL, sowas verwenden mit einem Ad drin, ja, also zum Beispiel www.google.com@irgendwas.zip, ja, und dann klickt da jemand vielleicht drauf, weil er denkt, ah ja, da soll ich was runterladen, jemand hat mir da was geschickt, aber das Ad macht eigentlich damit, wie es in der URL standardisiert ist, dass das google.com der Username wird und das irgendwas, keine Ahnung, für ein gpn.zip die URL und plötzlich seid ihr bei einer ganz anderen Seite. Ja, und ihr bekommt aber von Let's Encrypt für gpn.zip ein gültiges Zertifikat. Das heißt, der Browser sagt auch nicht, Moment, du bist gar nicht bei Google, weil der Browser denkt, du willst zu gpn.zip. Bitte. Okay. Ein Einwand, der vollkommen gerechtfertigt ist. Das funktioniert nur, wenn keine Schrägstriche vor dem Ad sind. Macht ja aber nichts.
anderen Unicode-Zeichen minimal zu schräger ist. Ja, genau. Es gibt noch, genau, der Einwurf ist, es gibt noch Unicode-Zeichen, die dann so ähnlich aussehen und so weiter. Ja. Es gibt auch Leute, die haben sich ausgedacht, sowas wie, also dieses Typo-Spotting zu machen. Du kaufst eine Domain, die so ähnlich aussieht wie google.com, ja, mit einem I statt einem L, und dann schreibst du das mit großem I, sieht genauso aus. Du kriegst auch von Let's Encrypt ein Zertifikat dafür. Ja, also Google sichert sich Domains, die so ähnlich aussehen, ja, aber es ist immer die Option, noch sowas zu tun. Ja. Und dann habt ihr halt einen Login-Prompt und dann schickt dir jemand was und sagt, hier, guck mal, ich habe eine Google Forms-Umfrage gemacht, kannst du mir mal helfen? Und derjenige, der sowas benutzt, der weiß ja schon, ah, da kommt Google Forms oder Microsoft Forms oder sonst was. Das ist so ein Enterprise-Umfeld ganz beliebt, dass man sich da erstmal bei Microsoft anmelden muss. Und wenn dann so eine Seite kommt, die genauso aussieht, dann ist da auch relativ schnell, sind da die Leute beim Draufdrücken oder sowas. Und es ist halt so, dass Passwörter einfach ein bisschen unausreichend oder doof sind. Und da hat man sich gedacht, hey, das Passwort, das ist was man weiß. Ja, das heißt, das wisst ihr alle, ja, das ist so Multifaktor-Authentifizierung, was ist das Nächste? In der Regel was man besitzt oder sowas. Ja? Oder was man isst. Also nicht essend, aber so ein Fingerabdruck, was ich bin oder so. Ja? Ich habe mal so ein paar von diesen möglichen Faktoren aufgemalt, die man für Multifaktor-Authentifizierung benutzen könnte. Ja? Das heißt, wir haben sowas wie so ganz oldschool, ja, das oben links. Das hat vielleicht die Älteren unter euch kennen das vielleicht noch, ja, dass man von seiner Bank eine Liste bekommen hat früher. Ja. Das ist kein Login-Schutz, ja, aber es ist so ein Transaktionsding. Ich erzähle gleich noch ein bisschen dazu für die Jüngeren unter uns, die nur noch Handytan und sowas kennen oder was weiß ich, Stripe. Genau, und ich gehe mal ein bisschen auf die Einzelnen ein, ohne die jetzt groß zu spoilern. Ich habe scheinbar mit SMS angefangen, das kennt bestimmt auch jeder von euch. Ihr sollt irgendwo beim Anlegen von einem Account eine Telefonnummer hinterlegen und dann bekommt ihr eine SMS geschickt, wenn ihr euch einloggt, und die müsst ihr in irgendein Codefeld eingeben. Ja, also sprich, ich logge mich ein, ich heiße Christian Kühn @gpn.zip und habe mein Passwort eingegeben, und danach bekomme ich auf mein Handy eine SMS, und gleichzeitig geht bei Google dann so ein Prompt auf, wo steht, hier, gib bitte den Code aus deiner SMS ein. Ja, hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Und ja, da geht es schon ein bisschen los. Ja. Wie könnte man das denn ausnutzen? Ja. Das Coole an sowas ist, eine SMS kann quasi jeder empfangen. Ja. Ja, fast jeder hat ein Telefon, mit dem das möglich ist. Ja, das könnte meine Oma gerade so noch benutzen. Ja? Die benutzt kein Gmail und kein gpn.zip, aber sie könnte die SMS empfangen. Es ist ein zusätzlicher Kanal, und das ist gar nicht mal so doof. Wenn ihr euch vorstellt, ihr benutzt hier das WLAN von der GPN, ja, um euch irgendwo anzumelden, sagen wir mal bei Gmail, keine Werbung oder sowas, ja, aber da kann sich jeder was drunter vorstellen, dann bekommt ihr das über das Internet. Ja? Die SMS, die kommt aber übers Telefonnetzwerk. Ja? Und das ist zumindest von der Kommunikation her ein bisschen getrennt. Das heißt, wenn jemand euren Traffic in einem GPN-WLAN mitschneiden kann und auslesen kann, ja, da gibt es noch ein paar Hürden und so weiter, ja, aber wenn das möglich wäre, wäre trotzdem nicht gesetzt, dass jemand auch den Empfang eurer SMS mitschneiden könnte, ja, weil es einfach ein anderer Transportweg ist. Und das ist eigentlich für die Sicherheit gar nicht mal so doof. Und SMS ist halt super weit verbreitet. Ja, wie ich gesagt habe, fast jeder hat. Wahrscheinlich gibt es jemanden hier, der kein Handy hat, mit dem man eine SMS empfangen könnte. Alles klar, habe ich mir gedacht. Und dann gibt es leider so ein bisschen das Problem, ja, man braucht halt Empfang. Ja, und vielleicht auch Roaming. Das heißt, wenn ihr irgendwie diesen SMS-Zwei-Faktor irgendwie benutzt und dann seid ihr vielleicht im Urlaub und euer Enkel hat euch geschrieben, hey Mama, ich bin, oder Oma, oder... Ja, wisst schon, wo das hingeht, aber ihr müsst vielleicht irgendwas Wichtiges machen, ja, wofür ihr diesen Code braucht, aber ihr habt keinen Empfang, dann ist es nicht drin. Ja, funktioniert nicht. Die SMS kommt und euer Carrier hält die halt zurück, bis euer Handy sich wieder da einbucht. Ja. Das ist ein bisschen kritisch. Phishing ist immer noch möglich, ja, weil es kann euch immer noch jemand irgendwie sagen, zum Beispiel, auch schon tausendfach passiert leider, man schreibt jemandem eine SMS und sagt, hey, ich hatte deine Telefonnummer vor dir und ich habe die bei Gmail hinterlegt. Ich schicke jetzt gleich einen Code. Kannst du mir den bitte dann als SMS schicken? Ja, also mit der Idee, dass jemand, der so ein bisschen unbedarft ist, diesen Code bekommt, ja, weil das wurde ja auch angekündigt vorher, ja, und diesen Code, der da rauskommt, dann auch weiterleitet. Ja, es gibt's dokumentiert, dass sowas schon passiert ist, weil man ja auch, man ist ja hilfsbereit, ne, möchte ja helfen, und dann schicke ich aber quasi die SMS, die
für meinen Account bestimmt war, weil jemand schon mein Passwort kennt, an den Angreifer, der sich versucht hat, bei meinem Gmail-Account anzumelden und schickt dem den Code. Ja. Das ist grundlegend ist sowas, wenn man irgendwo Zwei-Faktor-Out oder Multifaktor-Out eingerichtet hat und man bekommt, egal welches Medium man dafür benutzt, die Aufforderung, etwas zu tun und hat das nicht sich vorher angemeldet, dann tut es nicht, bitte. Ja, weil es kommt immer erst der Login, eigentlich bei allen Standarddiensten, der Login, Username, Passwort und danach kommt der zweite Faktor in irgendeiner Form von Challenge oder sowas. Ja, SIM-Swapping ist auch so ein Angriff auf Telefon, würde quasi heißen, ich gebe mich als, wenn ich zum Beispiel weiß, die Adresse von Ralf und die Telefonnummer, ja, dann kann ich bestimmt auch rausfinden über die Telefonnummer, bei welchem Carrier er ist, ja, sagen wir mal bei Klarmobil, und dann rufe ich da an und sage, das war jetzt tatsächlich ungewollt, ja, aber es passt ja gerade, ja, und sage, hey, ich bin's, Ralf, meine Telefonnummer ist die und die, ich habe meine SIM-Karte, die geht nicht mehr, ich kann mich nicht mehr anmelden, deswegen rufe ich mit meinem anderen Telefon an. Nicht, dass ihr denkt, warum ruft er jetzt mit diesem Telefon an? Und ich wohne so und so, bitte schickt mir eine neue SIM-Karte. Ja? Und was da schon passiert ist, ist also so Social Engineering-mäßig, dann hat man irgendwie die Leute am Support, die auch gerne helfen wollen, dazu gebracht, eine SIM-Karte zu schicken, weil in Deutschland Postgeheimnis, da ist schon alles safe, wenn so ein Brief ankommt. Ja? Aber dann stelle ich mich halt an seine Tür und warte, bis der Postbote kommt und angel mir halt seinen Brief aus dem Briefkasten und dann habe ich halt diese Karte und damit auch seine Nummer. Ja? Und in dem Moment habe ich prinzipiell halt auch seinen zweiten Faktor geklaut. Ja, und er wird es wahrscheinlich erst merken, wenn er dann irgendwie 3 Tage später mal versucht, selbst irgendwo anzurufen und seine SIM-Karte dann, wenn ich sie bei mir freigeschaltet habe, die alte SIM-Karte nicht mehr funktioniert. Bitte. Ja, ja, genau. Also da kann man auch nicht drauf vertrauen unbedingt. Ja, genau. Ja, bei Phishing-Seiten, ich habe gleich ein Beispiel zusammengeklickert vorhin mit Screenshots, wo genau dann ein zweiter Faktor auch bei der Phishing-Seite gefragt wird. Ja, das heißt, wenn ihr dann der Meinung seid, ja, ich habe mich jetzt bei Google angemeldet, eigentlich kommt doch da immer diese Code-Abfrage, warum kommt die jetzt? Ne? Dann ändere ich mal schnell, gehe ich nochmal schnell selber zu Google, ändere mein Passwort oder sowas. Mittlerweile muss man dann halt dann auch gelegentlich noch seinen Code eingeben. Ja? IMSI-Catcher ist ja, eine Technologie, mit der man theoretisch Telefone abhören könnte. Das heißt, es wäre prinzipiell theoretisch möglich, diese SMS einfach mitzulesen oder abzufangen. Was auch ein Problem ist, es gibt Apps auf eurem Telefon. Beim iPhone ist es ein bisschen eingeschränkt, aber wenn ihr Android benutzt, kann prinzipiell, wenn ihr einer App die Berechtigung dazu gegeben habt, jede App alle eure SMS lesen. Ja, und diese SMS von Google zum Beispiel haben wir eben gesehen, die haben so eine Standardform. Da steht, ihr Code ist G-6 Stellen. Ja, und wenn irgendeine App das rauskopieren kann auf eurem Handy und ihr habt quasi Malware auf dem Handy drauf, dann kriegen die Leute auch diesen Code. Und die kann den dann auch entsprechend wohin schicken und danach auch natürlich auch verwenden, weil typischerweise ist so ein Code per SMS oder Mail ein paar Stunden gültig. Ja. Das heißt, man kann das sogar von Hand abgreifen und sich dann von Hand anmelden. Ja, und dann gibt es noch das, wenn man sich selbst aufs Bein stellt und irgendwann beschließt, ah, ich hätte gerne mal eine neue Handynummer oder ich habe tatsächlich meine SIM kaputt gemacht oder meinen Vertrag ablaufen lassen. Und dann merke ich halt 3 Monate später, ah scheiße, ich hatte ja noch so einen Gmail-Account, aber die SMS kann ich nicht mehr kriegen, weil die Nummer, die gibt es nicht mehr in meinem Telefon. Die kriegt dann irgendjemand anders später. Ja. Und das Problem ist, bei diesen ganzen Faktoren, die meisten Firmen denken sich einen Faktor aus, mit dem ihr anfangen müsst. Und der ist dann quasi die Backup-Funktion für den Rest. Ja, und Telefonnummer ist ein sehr beliebter Faktor, weil damit gebt ihr Google oder Facebook oder Microsoft oder sonst wem auch noch eine Telefonnummer, mit der man euch Werbung schicken kann. Ja, auch per SMS. Super. Genau. Ach so, ja. Und zu diesem App-Zugriff. Nicht alle Apps können auf die SMS selbst zugreifen, aber es gibt auch noch Apps, die können auf das Clipboard zugreifen. Das heißt, wenn die irgendwie, und das iPhone, na, da ist es, glaube ich, noch geschützt, aber es gibt dann auch wieder so Keyboards, die legen direkt eine SMS ins Clipboard und so, ja, also ist ganz, ganz gruselig. Genau, ja, also SMS ist, ja, hat Vor- und Nachteile. Eigentlich will man das nicht verwenden. Ja. So, E-Mail. Hat vielleicht auch der eine oder andere schon gesehen. Ist leicht zu verwenden, hat fast jeder, der sich irgendwo anmeldet, braucht sowieso eine E-Mail-Adresse in der Regel, ja, ist weit verbreitet, ist mehr oder weniger ein zusätzlicher Kanal, ja, es kommt beides übers Internet, aber ihr habt einmal eine Webseite, wo ihr euch anmeldet und danach kommt über E-Mail, anderes Protokoll, halt die E-Mail rein, ist genauso anfällig für Phishing, und das Problem hier bei E-Mail ist,
bei den meisten Firmen könnt ihr auch euer Passwort per Mail resetten. Das heißt, wenn jemand eure E-Mail auslesen kann, dann kriegt er halt erst das Passwort-Reset-Link und danach auch noch den zweiten Faktor geschickt. Ja, ist doch ganz großartig. Ja, dann gibt es einmal Passwörter, mit denen ihr euch schützen könnt. Die Banken machen das schon seit zig Jahren. Ja, früher hatte man so eine Liste. Ich bin schon so alt, dass man tatsächlich irgendeinen Code aus dieser Liste dann eingeben musste für eine Transaktion. Ja, irgendwann hat man gemerkt, na Moment, sechsstellige Nummern, ich habe eine Liste mit 200 Stück bekommen. Ja, da wird die Chance, eine zu raten, schon kleiner. Also mache ich so eine Challenge. Das heißt, ich sage, gib mir die Nummer 016. Ja, und dann müsst ihr genau diese Nummer wissen. Ja, heutzutage kriegt ihr meistens irgendeinen Code per App oder müsst in der App einfach auf OK drücken. Komme ich gleich nochmal dazu. Ja, und jetzt sind wir bei diesen Einmalpasswörtern aber schon fast bei dem, was relativ modern mittlerweile der Google Authenticator oder andere, keine Werbung, ja, Microsoft oder diverse andere Authenticator machen. Die berechnen euch ein zeitbasiertes Einmalpasswort. Ja, es gibt noch das HMAC-basierte, da wird so ein Code hochgezählt, der irgendwie auf dem Server und auf dem Client gleich ist. Ist aber gar nicht so wichtig, ist auch relativ wenig verbreitet mittlerweile. Time-based One-Time-Passwort ist, glaube ich, der Standard im Moment, wenn man irgendwo sich anmeldet und Zwei-Faktor-Autorisierung hinterlegt. Weil natürlich auch die Firmen gemerkt haben, ja, Handy hat halt fast jeder, ja, so eine App installieren kann man auch. Hat ein paar Vor- und Nachteile. Und letztendlich, was da passiert, ist, in dem Moment, wo ihr euch diesen Faktor registriert, zum Beispiel bei Gmail, ja, nachdem ihr euch angemeldet habt, dann denkt sich Gmail ein Secret aus. Ja, ich habe nachher, glaube ich, aufgeschrieben, was da genau, wie das genau aufgebaut ist technisch, und gibt das eurer Authenticator-App. Ja, das heißt, ab da kann eure Authenticator-App für den aktuellen Zeitpunkt, weiß nicht, wie viel Uhr es gerade ist, sagen wir einfach mal, es wäre 19:55 Uhr, ja, für so eine Zeitscheibe, zusammen mit diesem Secret zusammen einen sechsstelligen Code errechnen. Ja, sechsstellig in der Regel. Die Spezifikation erlaubt auch höhere Mehrstellen. Ja, aber es ist halt doof, weil man die von seinem Handy danach in seinen Computer eintippen muss. Bitte? Die dann ablaufen währenddessen. Ja, die ablaufen währenddessen. Ja, genau. Genau, man hat normalerweise... Wo habe ich das jetzt hin? Man hat hier so ein bisschen angedeutet, ich habe so ein Spielehandy dabei, wenn ihr nachher wollt, könnt ihr den Test-Account einmal durchspielen. Hier ist so ein Kreis, der läuft halt irgendwie ab und ihr habt danach nochmal ungefähr einen Kreis bei den meisten Diensten Zeit, weil man quasi sagt, ja, die zeigen euch dann einen neuen Code an, aber jetzt bin ich gerade mit meiner 921093 fertig und drücke auf OK und der geht dann halt auch noch, obwohl schon der nächste angezeigt wird. Ja, das kann man serverseitig dann halt an seiner Software einstellen. Bitte. Genau. Und somit zum Beispiel das sehr gern benutzte Argument Handy-Verloren oder Handy-Zugang-Verloren. Ich habe zum Beispiel auch Gedanken gemacht, was wäre, wenn jetzt wirklich mal jemand an meine Dinge ran muss und meine Fingerabdruck für mein Handy gerade nicht zur Verfügung steht. Ich habe ein Hardware-Token. Ja, ich kann es wiederholen. Zu Hause, bei mir im Tresor. Genau. Da kommt meine Vater zum Beispiel ran. Ja, genau. Also war quasi die Anmerkung, man kann dieses Secret auch auf mehrere Geräte spielen. Ja? Das heißt, ihr könnt auf eurem normalen Handy, auf eurem Firmenhandy, auf irgendeinem alten Handy, was ihr noch habt, was zu Hause rumliegt, auch für Notfälle, ja, falls euch was passiert, damit euer Vater war das Beispiel, eure Kinder, eure Partner, wer auch immer da beauftragt ist, entsprechend an eure Codes auch drankommt. Ja? Und das ist natürlich ein wichtiges Backup, auch wenn tatsächlich mal das Handy kaputt geht. Ja? Google hat jetzt ein ganz cooles neues Feature, ja, und es ist so mit so einem Wink. Google kann euch jetzt eure Codes synchronisieren in ihre Cloud. Microsoft auch. Okay, cool. Ja, und ich habe in der Vorbereitung habe ich ein paar dieser Authenticator ausprobiert, damit ich nicht ständig sage, ja, mach das doch mit Google oder eben, hier ist mein Beispiel mit Google. Bei Audi muss man, es gibt Audi, und das habe ich noch ausprobiert. Ich glaube, zwei, drei andere und es war alles nicht so geil. Bei einem musst du direkt deine Telefonnummer eingeben, beim anderen musst du dir einen Account machen. Google Authenticator funktioniert wenigstens ohne alles. Der funktioniert sogar offline. Ja, du brauchst an deinem Handy gar kein Internet und nichts, kannst komplett ausschalten. Und deswegen kann man halt auch ein älteres Gerät nehmen, was niemals ins Internet kommen wird, sich niemals Trojaner runterladen wird, einfach so als Notfallding zu Hause. Es gibt noch FreeOTP. Es gibt noch FreeOTP, es gibt... Okay. Okay, auf... Es gibt FreeOTP auf Android und iOS, sonst nichts.
denke ich an dich, tut mir leid. Genau, wir haben auch ein Mikro für alle, die den Stream oder nachher die Aufzeichnung gucken, dann muss ich auch nicht immer alle Fragen wiederholen, genau. Genau, so, Secret habe ich gesagt, Code ist sechsstellig, numerisch wird generiert, genau, und so sieht das aus. Ich glaube, es ist ein 24-stelliges Secret. Ich habe es gleich nochmal aufgeschrieben. Es ist halt also so ein Zahlenschlons, den ihr, den Google in dem Fall oder wenn ihr Gmail benutzt, halt letztendlich euer Serveranbieter euch als Client übergibt an euren Authenticator. Und beide Seiten können damit mit dem aktuellen Zeitstempel ausrechnen, was der aktuelle gültige Code ist. Oder eben zwei oder drei aktuell gültige Code, weil sich das so ein bisschen überschneiden soll, damit man halt nicht so schnell tippen muss. Und hier muss man jetzt aufpassen, weil ihr braucht das als Serveranbieter, ja, aus der Dienstanbietersicht. Ihr braucht diesen Token im Klartext, damit euer Programm damit umgehen kann. Ja, das heißt, ihr könnt den nicht hashen. Ihr müsst den aber behandeln wie ein Passwort. Ja, weil wenn euch jemand irgendwie eure Datenbank abzieht und diesen Token hat, kann er sich damit auch einen zweiten Faktor-Token ausdenken. Ja, weil die Zeit ist überall gleich. Ja, dafür gibt es NTP und sowas. Ja, aber dieser Token ist ein wichtiges Merkmal, der die Accounts eurer Benutzer absichert. Ja, passt gut drauf auf. Man könnte natürlich dann sagen, ja, wenn jetzt jemand auf eure Datenbank kommt, kann er sich auch ein eigenes Token und so weiter. Ne? Aber ja, genau. Ich habe jetzt einfach mal einen Google-Login gemacht, damit ihr mal seht. Für alle, die das hat es jemand noch nie gesehen? Gut. Ich mache trotzdem einmal hier. Ich habe einen MFA-Demo-Chris-Account bei Google angelegt und ein sehr sicheres Passwort gewählt. Ja, und dann kann es ja mal passieren. Ja? Jetzt macht ihr so einen Vortrag und habt irgendeinen Account und dann drückt ihr irgendwo drauf. Ups, jetzt wisst ihr alle mein Passwort, verdammt nochmal, was mache ich jetzt? Ja? Genau, so, und jetzt könnt ihr gerne, wenn ihr nachher wollt, dann könnt ihr meinen Account, dann muss ich mir für den nächsten Vortrag einen neuen machen. Ah, das hier skippe ich mal kurz, das kommt später erst, Entschuldigung. Google bietet ganz, ganz viele, Gmail bietet ganz, ganz viele Services an. Ob ihr das mit eurem eigenen Service macht, das ist euer Bier letztendlich. Hier kann man dann sagen, ich möchte einen Authenticator-Code. Ja, jetzt nehme ich mein Handy, was ich zu Hause eigentlich nur noch als Wecker und eben für so Notfälle benutze. Da ist Flugmodus an. Ja, das war seit Monaten nicht im Internet oder sowas, ja, aber ich habe es hört sich so an, als wäre der Talk schon alt. war schon länger nicht mehr im Internet, ja, und jetzt kann ich mir hier so einen Code, ich wollte eigentlich gerne einen Screenshot oder so einen Screenshare machen. Das Problem ist, in Android kann man bei einer App sagen, an bestimmten Stellen ist das ein Security-Feature, blend das aus. Das heißt, wenn ich jetzt den Screen euch zeige, seht ihr ja nichts, dann ist der Screen schwarz, so. So, ja, ihr habt jetzt ungefähr einmal so einen runden Kreis zum Ablaufen, ja, und danach nochmal, um diesen Code einzugeben und euch mit dem Passwort zusammen anzumelden. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr das schafft. Und dann bin ich eingeloggt. Ja, also es ist quasi einfach nochmal so ein, hey, du brauchst halt diesen Code, ja, zusätzlich zum Passwort und so. Ja, aber hat keiner Nein gesagt, deswegen gehe ich davon aus, das kennen jetzt alle schon. Und so, jetzt melden wir uns nochmal ab, damit wir das nachher nochmal spielen können. Genau. Ha, ich habe aufgeschrieben, was es ist. Es ist natürlich eine Frage des Standards, ja, aber die Standard-OTP-Apps, die benutzen alle den gleichen Standard und da geht es darum, dass der Server sich einen random String ausdenkt oder wenn ihr das anders implementiert, auch einen nicht so random String, aber es müssen halt 20 Byte sein und die müsst ihr in Base32 encodieren. Und man muss das jetzt den Code dazu nicht unbedingt verstehen, ne? Aber wenn man jetzt sagt, hier, ich mache irgendwie, ich zeige einfach so drauf, dann sieht man das nachher im Stream nicht, genau. Aber wir versuchen das mal so. Hallo? Ja, genau, hier, ich mache 20 Bytes und dann mache ich da irgendwie Base32 drauf. Die Idee hinter dem Base32-Ding ist einfach nur, dass keine Sonderzeichen drin sind, mit denen irgendwie der Server und so weiter nicht umgehen kann. Alle, die irgendwie Cloud machen, benutzen wahrscheinlich für alles mögliche Base64, um genau sowas irgendwie zu übergehen. Und was dann passiert ist, wir machen einen Decode wieder zurück, wenn wir das später dann berechnen wollen, ja, und benutzen eine Library. In dem Fall ist das letzte Zeile so ein TOTP, GetOTP, das hier ist Java-Code übrigens. Ich habe unten so einen Blogpost verlinkt, wo jemand diesen Beispielcode viel besser irgendwie geschrieben hat, als ich das irgendwie könnte.
Und letztendlich macht der Server und der Client genau das Gleiche. In dem Moment, wo ihr so einen Code braucht, es wird einfach so ein 6-stelliger Code berechnet oder mehr Stellen, je nachdem, wie ihr das implementiert. So, jetzt ist natürlich so eine Sache, ich habe eben so ein Beispiel-String hier gehabt, den will ja keine Sau abtippen. Ja, das heißt, wenn ich mir jetzt einen neuen Service irgendwie überlege und sage, da möchte ich 2-Faktor-Auth benutzen, will ich das Ding ja nicht eintippen. Das heißt, in der Regel gehen die Services her und generieren einen QR-Code und ihr könnt es mit dieser App scannen. Und dann wird dieser, da ist noch so ein bisschen mehr Zeug außenrum, ist leider auch gar nicht so richtig lesbar hier im Code, deswegen sparen wir uns das einfach. Das, was rauskommt, sieht man unten rechts. Da kommt so ein bisschen Protokoll, damit euer Handy nachher weiß, irgendwie so OTP, AOT, OTP, mit welcher App ihr das gerne aufmachen möchtet. Ja, oder vielleicht, wenn ihr mehr habt, bekommt ihr es angeboten auch. Oder ihr seid in der App und habt es gescannt. Dann steht hier noch ein bisschen Info drin, zum Beispiel deine E-Mail und sowas wie dieses Secret. Und das ist dann dieser String, der da Base32, also die Base32-Kodierung von diesem geheimen String. Und dann steht noch so ein Issuer dabei. Aus dieser E-Mail und dem Issuer wird nachher in der App angezeigt, welcher Account das ist. Ja, ich habe in meinem normalen eigenen richtigen Handy halt irgendwie 15 so Dinger drin, ja, da weiß ich halt immer, war jetzt das erste irgendwie Google und das zweite war Arbeit und das dritte war PayPal oder so. Deswegen gibt es einfach noch so ein bisschen Info, kann man mal mit rumspielen. Geht mit diesem Blogpost tatsächlich relativ gut. So, Phishing und Social Engineering wird schon so ein bisschen schwieriger. Ja, wenn euch jemand anruft und sagt, kannst du mal einen Code rauslassen, weil ich hatte zuletzt deine Telefonnummer, da kommt echt auch der letzte, der letzte, der auch mal so eine Karriere, wie ich gemacht habe, irgendwie drauf, dass das eine ganz schön dumme Idee ist. Das Coole ist, dass es offline-fähig ist. Ja? Ihr könnt irgendeinen alten Knochen nehmen, den schmeißt ihr zu Hause in die Schublade, ladet ihn manchmal auf oder im Notfall lädt ihn jemand anders auf, noch 2 Minuten lang, bevor es angeht. Genau. Ja, die Convenience ist halt irgendwie Arsch, finde ich persönlich. Ja, ich finde es total nervig, irgendwie mein Handy zu suchen, die App auszusuchen, den Code zu suchen in 15 so Dingern, ja, und den dann abzutippen. Dann ist die Zeitscheibe rum. Das heißt, du wartest vielleicht noch auf die nächste, bis der neue Code kommt oder so. Ja, ich weiß nicht. Hätte ich gerne ihn besser. Und das Problem ist auch, wenn ihr auf dem... Frage? Dass Phishing nicht möglich sei. Komm ich, ja, es ist härter. Nee, Phishing, okay. Ich zeige gleich ein Beispiel. Ja. Vielleicht hätte ich das rausnehmen sollen, als ich mich für entschieden habe, Social Engineering dazu zu schreiben, das Phishing rauszunehmen. Ja, das ist richtig. Phishing mit einer Seite und es wegzuautomatisieren, kein Problem, kommt gleich Screenshot. Genau. Das Problem ist jetzt, wenn ihr so ein Handy habt und ihr habt die Login-Daten auch darin gespeichert. Ja, das heißt, ihr habt ein Handy mit Malware natürlich, ja, im schlechtesten Fall. Aber ihr macht einen Browser auf, ihr könnt euch bei Gmail, GitLab, weiß der Geier was anmelden und das gleiche Telefon generiert auch den Code. Ja, dann ist halt eine Frage, wie sicher ist das denn dann noch? Oh, danke schön. Ja, ich bekomme einen Schunk. Prost. Bin wohl in der Schunkkontrolle durchgefallen. Genau. Ja, ihr solltet natürlich den Code nicht auf dem gleichen Device haben, wo ihr euch auch anmeldet und oder wo ihr natürlich die im schlimmsten Fall natürlich die Daten speichert. Und dann kommen wir wieder zu dieser Sync-Funktion von Google, die euch verspricht, hey, ich mache deine Secrets alle bei mir bei Google hinein, da wo du ja auch schon deine Passwörter abgelegt hast. Ja? Und dann ist die Frage, wie viel Faktor ist das denn noch? Ja, weil wenn jemand schon, da reicht es ja schon, wenn jemand euer Handy in die Hand kriegt, das ist Besitz. Ja, gut, könnte man noch sagen, das Handy hat ja auch noch einen Fingerabdruckscanner oder ein Passwort, ja, und dann fragt ihr mal eure Eltern oder so, also gerade so ein bisschen die Generation oder eure Mitarbeiter oder Kollegen, die nicht hier so, die hier zu einer Konferenz kommen, sondern die halt zur, weiß ich nicht, bunte Bilderkonferenz gehen oder sowas, was die für einen, ob die einen abgefahrenen PIN auf ihrem Handy haben mit 27 Stellen oder ob die halt so eine Wische-Aktion machen, die man halt nachher auf dem Display sehen kann, ja, und ihr werdet überrascht sein oder nicht, ja. Ja, es gab auch mal eine ganze Weile diese tollen RSA Secure ID Tokens, die benutzen ein HMAC-Verfahren. Und es ist halt immer so eine Sache, ja. Die gibt es schon lange und die waren auch wirklich gut. Ja, die hat man am Schlüsselbund gehabt, die haben so einen Token generiert, den konnte man einfach abtippen und alle Minute kam ein neuer oder wenn man drauf gedrückt hat. Ja, das ist halt vom Algorithmus abhängig. Und was dann leider passiert, natürlich, egal, das ist dann wieder wie mit dem komplexen Passwort oder so, egal, was ihr euren Usern aufbürdet, sie finden einen Weg, um es scheiße zu benutzen, ja, oder zu umgehen. Ja. Also in dem Fall hier
Das ist ein Bild aus Shodan, also aus so einer Schwachstellensuchmaschine. Da hat jemand eine IP-Kamera angezapft. Ja, und diese IP-Kamera, da hat halt irgendein schlauer Admin sich gedacht, haha, ich habe ja gar keinen Bock, immer diese ganzen Token von meinen Kunden mitzutragen. Ja, ich mache halt eine Kamera ins Internet, da mache ich ein Passwort drauf und so. Ja, diese Kamera-Devices, die sind auch sehr bekannt, dass sie sehr sicher sind. Und dann stelle ich die einfach auf diese Dinger und ich habe immer den richtigen Token in der Hand. Am besten schreibt man dann noch den Login oder die IP dazu. Das ist immer... dann kommt man von überall rein. So. Und jetzt ist nämlich die Frage, kann man so einen PIN oder so einen Code phishen? Ja, kann man. Man hat nur nicht so viel Zeit wie bei E-Mail und SMS. Ja? Also, ich hoffe, man kann das halbwegs lesen, wenn ich eine Seite mir baue, die zum Beispiel fakegmail.de heißt. Ja, es ist so für super Bösewichte. Ihr bekommt für diese Adresse bekommt ihr ein Let's Encrypt-Zertifikat. Ja? Das heißt, der Browser eures Opfers, also aus Angreifersicht, ne, sollte man natürlich nicht tun, ne, aber so zu Lernzwecken und so, der sagt euch, diese Webseite ist sicher. Ja, und da drin könnt ihr mit JavaScript und Co. einfach so ein Google-Login abbilden. Ja, und dann gibt derjenige seinen Usernamen ein, sein Passwort ein und bekommt dann dieses, was er auch schon kennt, weil er benutzt das jedes Mal, wenn er sich bei Google anmeldet. Und da steht, bitte gib deinen Code ein. Und dann ist es total egal, ob der aus der SMS kommt, aus der E-Mail kommt, wenn er sich schon angemeldet hat. Ja, und ihr müsst euch das so vorstellen, ich als Angreifer, ich präpariere so eine Seite, ich nehme den Login, den der Kunde in meine Fake-Seite eingebaut hat, direkt aus dem Backend raus und schicke das automatisiert an die API von Google, wo ich mich anmelden möchte. Oder wenn ich besonders schnell bin, tippe ich das schnell ab. Und dann kriegt der Kunde ja auch, der Google-Kunde, den ich angreifen will, der bekommt ja dann auch die SMS, so wie er das auch kennt. Ja? Und dann gibt er die ein und dann habe ich halt je nachdem so ein Timeslice oder bei E-Mail halt mal 2 Stunden oder sowas Zeit, um diesen Code zu nehmen und auch irgendwo anders einzukippen. Ja? So, also quasi die Idee ist, idealerweise automatisiert man das mit irgendeinem Roboter oder sonst wie, der das möglichst schnell kann, der macht hier einfach ein Copy-Paste und loggt sich quasi parallel in die echte Seite ein. Man hat ja alle Informationen und genau den gleichen Workflow. Ja? Und zack, seid ihr da auch irgendwie eure Credentials und den 2-Faktor-Key los. So, also ja, alles, was ihr irgendwie an Code eingibt, in ein Eingabefeld. Es ist ja genauso wie Passwort und Login. Kann man genauso gut da rausklauen und woanders benutzen. Das ist nur halt ein kürzeres Timeslice, wo das funktioniert. Aber wenn man das automatisiert, ist das ja scheißegal. Das geht ja innerhalb von Millisekunden. So, was Google sich irgendwann mal hat einfallen lassen, also ich habe es bei Google als erstes zumindest gesehen, Microsoft macht das auch, ist so ein Login per Push-Notification. Ja, gibt es auch von Banken und so für einzelne Transaktionen. Weiß nicht, ob es für Login gibt. Ich habe so eine altbackende Bank. Ihr habt eine App, ja, ob das Google ist oder Windows oder also Microsoft oder sonst was, egal. Die ist bei dem Anbieter registriert. Und statt dass ihr ein Eingabefeld bekommt für einen Code, den ihr irgendwie bekommen müsst, schickt der Anbieter eine Notification an eure App. Ja, und das ist eigentlich ganz cool, weil ihr habt ja Internet, um euch irgendwo anzumelden. Und dann müsst ihr dann nur noch auf OK drücken. Ja. Hier gilt natürlich auch, der Angreifer hat sich natürlich zuerst schon mit Username, Login, also Username, Passwort angemeldet. Das heißt, die sind schon weg. Wenn ihr so eine Nachricht bekommt auf so eine App und ihr habt euch da vorher nicht angemeldet per Username, Passwort, dann klickt nicht auf OK, ich bin das wirklich. Ja, ich habe mich wirklich gerade aus Singapur angemeldet. Bitte. Ein kleiner Zusatz bei Microsoft, das ist tatsächlich ein klein wenig anders. Kommt gleich. Ah, okay. Wenn du die Zahl meinst. Ja. Mhm. Ich habe das schon mal vorbereitet. Genau, bei Microsoft ist das ein bisschen anders. Also bei Google bekommt ihr so einen, hier so einen Prompt, ja, auf dem Handy. Wo steht, hey, du hast dich gerade von deinem Mac in Karlsruhe angemeldet, eben gerade, bist du das wirklich? Ja, nein. Ja? Bei Microsoft hat man sich gedacht, hey, wir können das noch eine Spur cooler, du musst auch noch eine Zahl eingeben. Ja, weil so ein Pop-up wie, hey, hier ist eine Notification, du hast eine Mail bekommen, du hast das bekommen, du hast einen Coupon bekommen, du hast was gewonnen, ja, nein. Hat man schnell auch mal aus Versehen vielleicht gedrückt, ja, weil man bekommt so viele Notifications, wo man was wegdrücken muss, dass es vielleicht schon so im Flow ist, dass man gesagt hat, ja, wir machen noch so eine extra Hürde. Ja, und deine Frage.
bei Microsoft sieht man sogar noch besser, gerade auf dem Screenshot, da musst du teilweise gar kein Passwort mehr eingeben, sondern nur noch diese Nummer bestätigen. Ja gut, das ist ja nochmal extra Wurst, ja, wenn die Anbieter denken... Aber du brauchst eben nicht mal mehr das Passwort, sondern du musst nur noch diese Nummer fischen. Genau, ja. Ja, es ist immer so eine Sache, ja. Microsoft sagt ja auch, du hast ein Gerätepasswort bei Windows mittlerweile. Du könntest aber auch einen PIN eingeben, der auch das Gerätepasswort sein kann und auch 70 Stellen haben könnte. Aber Leute wissen ja von ihrer Bankkarte, PIN ist das mit 4 Nummern. Ja, und dann ist es ab da dein Passwort. Ja, nächste Frage. Ja, noch einen kleinen Hinweis von meiner Seite. Ich kann nur jedem Administrator empfehlen, das Handy nachts auf die Seite zu packen oder ein eigenes Handy für solche Sachen zu haben, das man nachts ausschalten kann. Weil wenn man nachts um 3 oder um 4 oder um 5, wenn man eigentlich schlafen will, weil man um 7 raus muss, spätestens vielleicht, 50, 60 solche Nachrichten bekommt, dann wird man irgendwann entnervt vielleicht doch noch auf Ja, das bin ich klicken, um seine Ruhe zu haben, um schlafen zu können. Nennt man sowas wie Authenticator Fatigue oder Notification Fatigue. Gibt es auch dokumentierte Fälle, was Leute da gemacht haben. Letztes Jahr sind Leute bei Uber, also hier Taxi-Ersatzprodukt, eingestiegen im Internet über einen Administrator-Account. Und zwar haben die das so gemacht, die haben von einem Admin oder Entwickler mit hohen Rechten den Username und Passwort irgendwo herbekommen. Und dann haben sie ihm so eine Notification geschickt. Und er hat gesagt, nein, das bin ich nicht. Aber natürlich, dann nachts im Halbschlaf ist immer so ein guter Angriff, wenn du gar nicht so ganz da bist. Oder bist halt, es ist 3 auf der GPN und du kriegst irgendwie morgens um 3 Notifications. Und dann haben die dem hunderte von Notifications geschickt und dann ihn angerufen und gesagt, hier, wir sind IT-Department von Uber. Wir sehen, du bekommst im Minutentakt Notifications. Wir würden es ausschalten, wir haben ein Serverproblem. Ja, du bist on call, musst ja irgendwann auch schlafen und es tut uns total leid. Drück bitte einmal drauf, damit wir es abschalten können. Und dann hat die Person da drauf gedrückt und es akzeptiert. Und was ist passiert? Ja, die Leute sind mit seinem Account zu einem anderen Skript gekommen, wo andere Credentials für mehr drin stand und sind einmal durch das Netzwerk von dieser Firma durch. Ja, also, wenn ihr sowas bekommt, und ja, wenn ihr keinen On-Call habt, legt halt dein Handy weg. Kein Mensch braucht euch nachts anzubimmeln. Ja, es ist unglaublich, was Leute nachts alles ans Handy gehen. Dann drückt halt nicht drauf, ja, weil ihr müsst euch vorher angemeldet haben mit Username und Passwort. Es ist nicht anders möglich, dass ihr sowas bekommt. Ja, außer es wäre ein technisches Problem und dann ruft euch der Support. Ja. Genau. Und dann, was Microsoft gemacht hat, man sieht auf der linken Seite quasi den Login, den der Angreifer sehen würde, und auf der rechten Seite das Opfer mit seiner App. Ich persönlich finde diese Art, das zu tun, kacke, weil ich kann jetzt anrufen als böser Angreifer und sagen, hey, tut mir leid, wir haben dir da so ein Ding geschickt, dankeschön. Damit du auch weißt, dass wir wirklich dein IT-Department sind, gib doch mal die 83 ein. Alle anderen werden nicht funktionieren. Ja, okay, was macht der arme Mensch? Ja, hier 83 Feuer. Man kann das andersrum machen. Ja, man könnte sagen, ich zeige dir in der App eine Nummer an, die musst du in die Webseite eingeben. Ja, und da ist, glaube ich, so die Hemmschwelle ein bisschen höher. Da ruft mich jemand an, der sagt, gib mir mal eine Nummer und drückt dann auch auf OK irgendwie. Ich habe das tatsächlich in Google auch schon gesehen. Google hat es ein bisschen anders gelöst. Die haben sowohl auf der Seite, also vielleicht war das irgendein Beta-Test oder so, sowohl auf der Seite als auch im Authenticator mehrere Nummernblöcke angezeigt und einer davon war angemalt. Und dann musstest du auf beiden Devices irgendwie akzeptieren oder sowas. Ja, gibt mehrere Möglichkeiten. Das ist nicht so richtig sicher, ja. Und zum Thema Phishing-Seiten und Co. Hier müsst ihr den Code gar nicht ausschnüffeln, ja, weil ihr braucht nur den Login, den ihr mit eurer gefakten Seite abgreift, Login-Passwort, weil danach schickt ja, wenn ihr das dann weiter zu Google schickt, Google dem Menschen, den ihr angreifen wollt, diese Notification und er gibt das für euch selber frei. Ja, das heißt, ihr könnt es sogar sparen, den Code zu kopieren. So, dann gibt es appbasierte Faktoren, Teil 2. Das macht Apple so. Ein bisschen anders wie Google. Bei Apple ist es so, wenn ihr ein Gerät in der Apple Cloud gerade angemeldet habt, dann vertraut Apple quasi diesem Gerät für euren Account und schickt euch auf alle eure angemeldeten Geräte einen Code, wenn ihr ein neues Device anmeldet oder euch auf einem neuen oder unbekannten Browser anmeldet, der nicht in iCloud angemeldet ist. Ja? Mit der Idee, du hast ja schon Trust auf einem anderen Gerät, ist ja bei der App genau das Gleiche. Ja? Dann müsst ihr halt dort irgendwo den Code und dann habt ihr wieder Code und dann könnt ihr wieder sniffen und so weiter. So, und dann gibt es Device-basiert, dass ihr zum Beispiel auf der Apple Watch oder was weiß ich, was ist das, ich bin so uhrenfrei gerne,
ihr wollt euch am Rechner anmelden und ihr müsst das auf irgendeinem anderen Device, was ihr anhabt, wie eine Watch oder sowas, halt irgendwie aktivieren. Oder ihr müsst in der Nähe sein. Ja, also ich glaube, man kann sich in sein MacBook anmelden, indem man die Uhr irgendwo drauflegt oder so. Vielleicht. Gibt schon zig Jahre. Ein Bekannter von mir hat früher schon Bluetooth von Handy mit seinem Rechner verbunden. Unter Linux geht das schon ewig. Wenn der aufgestanden ist und von seinem Rechner weggelaufen ist, wurde sein Rechner gesperrt. Ja, kann man alles machen. Da gibt es schon lange, aber die Idee ist hier, du sollst halt das Device, was schon angemeldet ist, in der Nähe haben. Oder drauf drücken. So, und dann kommen die richtig coolen Sachen, Hardware-Tokens. Wer besitzt einen YubiKey? Oder mehrere. Genau. Letztendlich ist dieser Hardware-Token fast schon so eine Art Mini-Rechner, ja, der bestimmte Sachen speichert und eine Batterie hat. Mit dem kann man ganz viele Sachen machen. Einer der bekannteren Anwendungsfälle, zeige ich euch gleich, ist nämlich, dass er so ein Private-Public-Key-Pair erzeugen kann und so weiter. Aber komme ich gleich zu. Das Erste, was der Token machen kann, der kann auch OTP-Codes. Die sind halt nur nicht sechsstellig, sondern sehen so aus. Ja, also die sind halt richtig lang. Die könnt ihr leider nicht auf den Token draufschreiben. Ja, die sind unique für den Token, aber ihr könnt sie als Server-Admin im Server eintragen. Ja, das ist mehr so ein Enterprise-Ding in der Regel. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil die Batterie von diesen Tokens, die geht mit der Zeit ein bisschen leer und dann gibt es so ein Timeshift. Das heißt, es kann sein, dass eure Token, vor allem wenn sie länger nicht benutzt werden, so out of sync laufen, ja, und Leute sich nicht mehr anmelden können. Ja, dann müsst ihr das vielleicht serverseitig nachreparieren. Aber das ist so ein ganz, ganz, oder mittlerweile hätte ich gesagt, relativ unverbreiteter Faktor. Genau, es werden Fotos gemacht. Die ersten paar Zeichen, das seht ihr vielleicht, ja, die sind immer gleich. Hier vorne bis zu dem CH, da könnt ihr auch den Token dran identifizieren. Ja, das heißt, ich habe euch jetzt quasi von meinem einen Token von vielen schon ein bisschen Code geschenkt. So, dann kann man das Ganze mit dem YubiKey-Manager bespielen. Keine Zeit. Ah, jetzt müsste ich einen YubiKey einstecken. Habe ich da keinen YubiKey hier drin? Ja, hin oder her, ich muss ein bisschen Gas geben, deswegen einmal ganz kurz. Es gibt so einen YubiKey-Manager, da sieht man einen YubiKey mit einer Seriennummer, die ich jetzt mal kurz wegklicke. Und was der alles kann, das ist einer der neueren Generationen, ja, der kann alles mögliche. Der kann auch, wenn ihr zum Beispiel Smartcard-Support habt, noch sowas machen. Der kann FIDO, U2F, beziehungsweise FIDO 2, zeige ich gleich noch ein Beispiel. Kann aber auch PGP, also ihr könnt auf einem YubiKey auch einen GPG-Key speichern, mit dem ihr eure E-Mails signieren könnt. Und dafür aber jedes Mal diesen Token braucht. Ja, und die meisten davon, die haben so ein Touchfeld, wo man drauf patschen muss mit dem Finger, damit quasi, das ist so ein kapazitatives Ding, heißt das so, dass quasi das Teil aktiviert wird und dann an den Rechner wie ein Keyboard so einen Code oder eben diesen GPG-Key schickt. Ja, man kann auch einen SSH-Key bis zum YubiKey 4 kann man SSH-Key auf den Token speichern. Ja, das heißt, wenn ihr euch per SSH irgendwo anmeldet, müsst ihr dazu den Token einschieben. Und seit YubiKey 5 könnt ihr zweiten Faktor für SSH benutzen. Und das ist eigentlich da, wo es richtig cool wird, meiner Meinung nach. Das heißt, ihr habt einen SSH-Key, der lokal auf eurer Platte vom Rechner liegt, der genau das gleiche ist wie die ganzen Keys, die ihr jetzt alle schon habt. Ja, das heißt, ihr habt die alle mit Passwort geschützt natürlich und so, ne? Und habt die hoffentlich irgendwo in einem sehr sicheren Backup und nicht überall herumliegen. Und jedes Mal, wenn ihr den benutzen wollt, müsst ihr zusätzlich zu dem Passwort auch noch auf den Authenticator drücken. Oder wenn ihr das einstellt, auch noch den PIN vom Authenticator eingeben und dann noch auf den Authenticator drücken. Ja, das ist dann schon so maximal paranoid, aber für so irgendwelche sehr kritischen Services, ja, für den, sagen wir mal sowas, für den G-Cloud-Login von der Firma oder sowas, ja, kann man ja schon überlegen, ob es da sinnvoll ist oder für irgendeinen, wenn ihr so einen Server habt, wo ihr drauf geht, um dann auf andere Server zuzugreifen, schon sinnvoll, da maximal sicher zu sein irgendwie. Wenn ihr Bock habt, es wird jetzt ein bisschen knapp, tut mir leid, aber ich kann es euch nachher auch noch zeigen, wenn ihr auf mich zukommt, irgendwie, ich bin noch den ganzen Abend da. Genau, habe ich schon erzählt, das kann OTP-Token, ein bisschen nicht so geil. FIDO 2 komme ich gleich noch zu. Genau, das ist quasi mit zweitem Faktor. Man muss eine bestimmte Art, man sieht das an diesem SK am Ende, SSH-Key anlegen und dann weiß die SSH-Library, die ihr benutzt, dass man bei jeder Verwendung einmal diesen YubiKey touchen muss. Ja, man kann das dann so machen, dass der SSH-Agent sich das merkt, damit er nur einmal auf den Dings drücken muss oder sowas, ja, und so weiter. Und eben nicht jedes Mal, wenn ihr dann Git-Commits schreibt und die signiert, müsst ihr halt 80 Mal am Tag auf diesen Dings drücken. Das ist ja auch irgendwie aufwendig, aber man muss nur einmal den Finger drauflegen. Ja, das ist irgendwie ziemlich convenient.
So, was kann man noch nehmen, um sich anzumelden? Fingerabdruckscanner, Gesicht oder Iris und so weiter wäre alles denkbar. Die meisten Handys und ganz kurz, die meisten Handys und sowas können mittlerweile ja einen Fingerprint-Reader oder Face ID. Ja, Windows kann das auch auf dem Rechner, dass ihr mit dem Gesicht euch überall anmeldet. Eigentlich, und da muss man ein bisschen so einen Disclaimer rauslassen, Biometrie, von der wir sprechen, die immer so gehypt wird für Passkey und so weiter, ist eigentlich nur ein Convenience-Feature für das lokale Device-Passwort. Ja? Ihr loggt euch damit nur an eurem Device ein und sagt, ich sage meinem Rechner mit meinem Finger, ich bin das wirklich. Ja? Der Finger, der geht nirgends anders hin. Ja? Und auf einem anderen Device ist es nicht der gleiche Finger und nicht der gleiche Scanner. Ein Stichwort oder Kritikpunkt zu den YubiKeys und ähnlich. Ja. Man möge ein funktionierendes Backup sich überlegt haben. Wenn einem nämlich das Schlüsselbund geklaut wird, wie es mir mit einer Smartcard passiert ist, ist man gegebenenfalls ziemlich schnell aufgeschmissen. Oder wenn der YubiKey kaputt geht, das passiert auch einfach. Ihr habt den ja auch zwischen Schlüsseln. Zweiten YubiKey wäre auch meine Antwort gewesen, war auch die Ansage im Publikum. Alle gängigen Services, die euch Multifaktor erlauben, die haben in der Regel, entweder sagen sie, ihr müsst erst Handy machen und dann könnt ihr YubiKey, also erst so Authenticator-App. Manche sind mittlerweile draufgekommen, dass gar nicht jeder die Authenticator-App benutzen will. Ja, das sind ja auch so rechtliche Dinge. Ja, wenn ihr von der Firma bei der Arbeit kein Handy bekommt, müsst ihr dann euer Privates nehmen. Muss euch die Firma ein iPhone kaufen oder ein 500€ Android oder sonst was, dass sie auch patchen kann und muss. Ja, nur damit ihr irgendwann so einen Code generieren könnt. Ja, vielleicht reicht es auch, ein YubiKey für 25€ zu kaufen. Ja? Und das Backup wäre halt einfach ein zweiter. Dann habt ihr einen am Schlüsselbund und einen zu Hause und einen bei der Oma und sonst wo oder bei der Bank. Genau, ja, Biometrie habe ich gerade schon gesagt, Entschuldigung. Wie sind wir da jetzt auf Biometrie? Ha, du hast gefragt. Ja, ja, okay. 5 Minuten, okay. Jetzt habe ich schon Passkeys versprochen, gell? Noch gar nichts dazu gesagt, tut mir leid. Ich springe mal weiter, WebAuthn. Und da kommen wir schon, die es schon benutzt haben oder schon wissen, was es ist, wissen auch schon, da kommt gleich auch Passkeys vielleicht. WebAuthn, mit WebAuthn, und das ist eigentlich so das, was eigentlich als Phishing-Proof gilt, das ist so ein Public-Private-Key-Krypto-basiertes Verfahren. Damit wird für jede Seite, die ihr besucht, Beispiel Gmail, Beispiel GitLab, Beispiel GitHub, ein neues Private-Public-Key-Paar generiert und auf eurem Rechner gespeichert, wenn ihr das als zweiten Faktor hinterlegt. Ne? Das heißt, ihr sagt quasi als Client hier, ich möchte einen neuen Account oder halt einen neuen zweiten Faktor generieren. Dann sagt der Server, ja klar, gib mal PubKey. Und der Client schickt ihm den, also generiert ein neues Paar, ja, und schickt dem Server den PubKey. Und der Server speichert sich den und sagt damit, ich möchte mit diesem PubKey feststellen können, dass jemand mit dem passenden Private-Key eine Nachricht oder den Login signiert hat, um danach sagen zu können, okay, das ist wirklich die richtige Person. Ja, so funktioniert WebAuthn so ganz, 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 ganz grob. Ja, und wenn ihr euch später einloggt, dann sagt der Server hier, signier mir mal dieses Stück Daten mit deinem Private Key, weil dann kann ich ja nachvollziehen mit meinem PubKey, den du mir vorher gegeben hast, den ich bei dir gespeichert habe, dass du das wirklich bist. Ja, und man kann, das ist ja letztendlich bei E-Mail-Signatur quasi das Gleiche. Ja, und es ist ein erprobtes Verfahren, kein Mensch versteht es. Aber hier macht das der Browser für euch, das ist das Coole. Credentials werden nur lokal gespeichert. Wenn ihr auf einem Rechner einen Private Key generiert, dann bleibt er auf eurem Rechner. Ja, der kommt nirgends anders hin, der wird in irgendeiner lokalen Keychain oder so gespeichert und dann ab da benutzt. Oder Firefox macht das in seinem Store und so weiter. Könnt auch ein Hardware-Token benutzen oder das eben auf das Device. Also wird es mit dem Sicherheitschip, der in jedem modernen Device verbaut ist, Laptop oder Handy, eben erstellt und damit ist das quasi auf das Device gemünzt. Na, das heißt, wenn ihr euch angemeldet habt mit diesem Device, ja, und ich spare mir mal kurz die Demo, weil ich habe gerade schon das 5-Minuten-Schild bekommen und bin schon eine Weile drüber, tut mir leid. Genau, ja. Es gibt es auch mit Passwortless, das heißt, als Serveranbieter könnt ihr sagen, wenn jemand so einen WebAuthn benutzt und damit sagt, ich besitze dieses Device und kann das auch bei jedem Login vorweisen, dann brauche ich von dem ja kein Passwort mehr. Ja, weil er hat ja das Device in der Hand und hoffentlich hat er bei dem Device auch ein Passwort gesetzt. Ja, sonst ist es ein bisschen doof, weil sonst, wenn jemand den Laptop klaut und der ist nicht gesichert, aber ich habe alle meine WebAuthn-Zugänge da drin, die passwortless sind, das ist natürlich gaga. Ja,
Genau, ja, und es ist mega convenient, weil den Hardware-Token, den könnt ihr einfach einstecken, dann habt ihr den im Rechner drin. Fingerabdruck, Gesicht habt ihr meistens sowieso dabei und hoffentlich wisst ihr das Passwort von eurem Rechner auch. So, und Privatsphäre hat auch noch einen ganz wichtigen Punkt. Die Keys werden für jede Webseite generiert. Das heißt, Gmail kennt einen Pub-Key und Twitter und GitHub und GitLab kennen alle einen anderen Pub-Key, ja, und können keine Rückschlüsse darauf ziehen, ob ihr mit eurem Account auch einen Twitter-Account habt oder sowas. Ja. Und ja, biometrische Daten, habe ich eben schon gesagt, sind eigentlich nur der Zugang zu meinem Device. Mein Device erlaubt bei biometrischen Daten immer den Fallback auf das Device-Passwort. Und das funktioniert beim Handy, funktioniert beim Laptop und so weiter. So, das überspringe ich mal. So sieht das Ganze aus. Ja. Ich spreche dieses CTAP-Protokoll mit meinem Browser und der spricht WebAuthn mit dem Server, der das Ganze anbietet. Demo spare ich mir auch, könnt ihr hier gucken. Das hier ist ganz schick, bei WebAuthn.io könnt ihr zuerst ein Credential anlegen und danach euch damit einloggen. Und das ist irgendwie 24 Stunden gültig oder sowas. Ne? Gibt auch andere Seiten, die das können. Das hier finde ich ganz schick, weil man da so ein paar Optionen hat. Genau, ja, es ist quasi phishing-proof. Es ist super praktisch, wenn ihr den Fingerprint-Reader benutzt, weil ihr müsst kein Passwort eingeben, ihr müsst nichts machen. Ihr loggt euch ein und danach patscht ihr einmal mit dem Finger auf den Scanner oder habt, wenn ihr Windows Hello oder sowas habt, direkt euer Gesicht. Genau, es unterstützt passwortlose Logins, Server kennt nur den Pub-Key. Man braucht vielleicht zusätzlichen Hardwareaufwand. Also ihr könnt auch einen YubiKey benutzen übrigens, lokal. Und der funktioniert dann auch in jedem Device. Ja, also mein YubiKey wird für zweit jetzt, aber die Webseite kennt einen Pub-Key, den der YubiKey erzeugen kann mit einem Stück Info, das er jedes Mal beim Login bekommen kann. Und dann kann ich das, den gleichen YubiKey benutzen für meinen Rechner, für mein Handy und für alles andere auch. Ja, und mit Abstufungen, weil man kann das als Server einstellen, was der Client alles können darf. Also ich kann als Server auch sagen, der Client muss diesen Key speziell auf dem YubiKey speichern, der darf nicht jedes Mal erstellbar sein. So, jetzt werde ich gleich abgewürgt, glaube ich. Da war noch eine Frage. Tut mir leid. Okay. Haben wir noch Fragen oder ist es auch schon durch? Eine Frage, aber eine Anmerkung, und zwar sehr, sehr viele Web-Services registrieren ja im Grunde, dass man sich mit beiden Faktoren autorisiert hat mit einem Session-Cookie, der in Klartext im Browser abgelegt wird, was scheiße ist. Du bist bei Man-in-the-Middle-Gedöns, wo du den Traffic auslesen kannst, hast du immer verloren. Egal bei welchem zweiten Faktor. Egal, ob der über die App, über SMS, über den dritten Weg, über die Brieftaube kommt. Der Server schickt dir einen Session-Cookie zurück. Wenn der Angreifer das mitlesen kann, dann ist er ja schon eingeloggt. Dann kann er auf den zweiten Faktor halt gemütlich. Genau. Irgendwo hinten hat jemand ein Mikro. Ja, ich hab noch eine Frage. TOTP ist für Firmen ja auch recht einfach. Ich habe es auf einem Device auch drauf und die Frage ist, wie kriege ich das auf ein anderes drauf? Also wir haben jetzt Microsoft verwendet. Und wir würden das gerne auf ein zweites Device haben oder als Backup. Ist das möglich? Wenn ja, wie? Und vielleicht auch noch, kann ich es auch mit Google Authenticator mischen? Jein. Also in der Regel brauchst du das gleiche Secret. Das musst du halt irgendwie rauskriegen. Die meisten Apps, die bieten so eine Exportfunktion. Die habe ich nicht gesehen. Das ist wahrscheinlich genau das Problem. Nee, du kannst, also ich weiß, beim Google Authenticator, weil ich ein relativ neues Handy habe, hatte ich genau auch das Problem. Ich brauche es ja auf einem anderen Device. Ja? Ja. Dann kannst du auf einem Device das exportieren. Im Zweifelsfall kriegst du pro Key einen QR-Code, den du mit dem anderen Device scannen kannst. Ja, weil das ist beim ersten Mal, ist ein QR-Code von der Cloud-Lösung angezeigt worden, aber dann nie wieder. Ne? Ja, okay. Ja. Nee, ich glaube, normalerweise kann die App entweder das exportieren als Datei oder sowas oder dann auch einen QR-Code erzeugen, den ein anderes Device lesen kann. Okay, danke. So, ich schlage vor, weitere Fragen draußen bei einem Mate oder ähnlichen Getränken zu klären. Okay. Vielen Dank für den Vortrag. Darf ich noch einen Satz? Passkey ist quasi, Passkey ist eigentlich nur WebAuthn, wo euch Google oder Apple oder Microsoft den Private Key in die Cloud synkt. Das ist alles. Genau. Ansonsten gerne im Nachgang und es tut mir leid, dass ich so viel Zeit mit Bla verbaselt habe. Vielen Dankeschön. Dank für den sehr interessanten Vortrag. Alles Weitere bei einem Chunk.